Hallo zusammen und willkommen zu Don't Starve. Mal wieder. So, was wollte ich denn eigentlich machen? Ich wollte mit Sicherheit runter zu den Bisons und Zeug einsammeln und dann schaue ich mich ein bisschen weiter in der Welt um, denn ich würde ja gerne auch mal wohl, naja, mal schauen. Auf jeden Fall möchte ich hier drüben das erforschen. Aber zunächst brauchen wir Kram. Zum Beispiel Gras. Habe ich meinen Rucksack dabei? Ja. Habe ich eine Rüstung dabei? Ja, habe ich. Ich sollte mal Holzrüstungen lernen zu bauen. Und Büsche wollte ich sammeln. So, wo sind die Büffel? Hier waren noch Büffel. Samen brauche ich immer. Oder wollte ich mir Hasen anfangen? Ich weiß gar nicht mehr. Was soll ich denn machen? Das ist alles so lange her schon wieder, dass ich hier aufgenommen habe, wie man merkt. Neue Aufnahmesession. Kein Plan mehr von dem, was man tun wollte. Und Gras sammeln, schade, aber für nichts. Das brauchen wir für die Felder. Büffel, Büffel. Wo sind die Büffel? Was ich noch brauche, ist Seide und Dünger für Büsche. Wenn ich mal Büsche bei mir pflanze. Und schon ist er hungrig hier. Unser lieber Wolfgang. Nee, in dem Eck war ich noch gar nicht. Ja, jetzt hier, wo waren denn die Büffel? Sind die gar nicht hier? Soll ich mich so schwer irren? Waren die ganz oben? Ich weiß es gar nicht mehr. Die waren doch hier irgendwo, oder nicht? Blüchen. Aber offensichtlich wohl nicht. Aber viele Samen auf jeden Fall hier. Ah, da kommen wir doch näher der Sache. Ja. Eine Herde. Also für mein Mittagessen ist gesorgt. So viel steht mal fest. Haha. Irgendwann muss ich diese Büffel aber auch umbringen, denn irgendwann brauche ich mal ihre Pelze für warme Winterkleidung. Aber noch ein bisschen Zeit, bis Winter kommt. So, ich glaube, das war's jetzt so langsam, oder? Mehr wird sich wohl hier gerade nicht finden. Ja, sieht so aus, als wär's das gewesen. Hier sind unser Touchstone, unser Lebensanker, unsere Rettung in der Not. Und dann schauen wir uns hier noch einmal schnell um. Blümchen. Sehr schön. Blumen pflücken ist auch mal wichtig fürs Überleben. Ich habe übrigens mir vorgenommen, offscreen eine Partie anzufangen, bei der ich versuche, neue Charaktere freizuschalten. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Oder ihr habt es ja sicherlich auch schon gemerkt. Wenn ich sterbe, kriege ich keine Erfahrungspunkte mehr. Und kann entsprechend weitere Charaktere nur noch freischalten, indem ich spezielle Aktionen mit denen mache. Ich habe das nachgeschaut, weil ich mich nicht ewig aufhalten will mit sinnlosem Kram, sondern auch mal die anderen Charaktere ausprobieren irgendwann. Und werde das einfach offscreen probieren hinzukriegen. Und wenn das klappt, dann spiele ich mit den neuen Charakteren eine neue Partie, sobald ich hier sterbe. So, die Nacht kommt. Lauf, lauf, lauf. Haben wir Vollmond? Oh, wir haben eine Vollmondnacht. Wie geil. So gut. Was ich auch unbedingt noch ausprobieren muss, ist, was passiert, wenn man schlafende Monster angreift. Wachen die auf? Also, ich meine, das angegriffene Monster wird mit Sicherheit aufwachen. Oder auch Tier, muss ja kein Monster sein. Aber die oh, Riesenpilze. Sie wachsen wieder. Naja, aber da komme ich eh nicht rechtzeitig hin, bevor die Nacht vorbei ist. Na, jedenfalls die spannende Frage ist doch, wachen auch die Kameraden auf, die anderen Tiere außenrum? Weil wenn nicht, könnte man das ausnutzen, um nachts Tiere zu erlegen, die tagsüber in der Herde fast unbesiegbar sind. Nee, ich schaff's wirklich nicht zu den Pilzen. Ich fahr mein Zeug oben ab und dann gehe ich den Sumpf erkunden.
Nachdem ich was zu Mittag gegessen habe. Neue Nahrung. Wenn wir in den Chest da reinschauen, ich weiß gar nicht, der trägt gerade gar nichts. Okay. Dann wollen wir den Kram mal schnell kochen. Damit wir auch optimal vorbereitet sind, brauche ich eigentlich noch eine Holzrüstung. Hab auch genügend Holz dafür. Genau, 8 Holz, 2 Seile. Das Ding ist hergestellt und damit kann diese Rüstung hier in den Chester rein mir nur noch im Notfall dienen. Jetzt habe ich natürlich kaum mehr Holz, ich sollte eigentlich noch was abbauen. Aber viel lieber... Ah, mächtig, sehr schön, sehr schön. Ah, vielleicht hätte ich ordentlich kochen sollen, dann kann ich immer noch Hasen fangen. Ach, vielleicht wollte ich ja Hasen fangen, ich habe eine Falle dabei. Ah, ich habe voll vergessen. Naja, was soll's. Kurz mein Inventar so sortieren, dass ich alles finde, was ich brauche, wenn ich es benötige. Vielleicht so? So. So, wunderschön. So, wunderbar. Und dann könnte ich noch ein paar Felder anlegen. Mal schnell schauen. Was kosten die mich? Die Improved kann ich immer noch nicht. Ich habe keine Alchemie-Engine. Und für die Alchemie-Engine fehlt mir natürlich das Gold. Aber ich könnte noch ein bisschen Holz abbauen und noch ein paar normale Felder anlegen. Nämlich 2 an der Zahl. Die Felder sind ja schon ziemlich geil. Und dann geht's aber erkunden. Ich verspreche es. Ah ja, mir wurde in den Kommentaren geschrieben, ich soll doch nicht die kleinen Bäume fällen, weil die hinterlassen keine, wie heißen die Dinger? Birchnuts, keine Nüsse, sondern nur die großen, also von diesen Herbstbäumen hier. Aber das ist mir gerade relativ egal, ich brauche Holz. Ich brauche 8 Holz und dann noch ein paar mehr, nur weil... für den Notfall, wenn ich mal Feuer machen muss oder sonst irgendwas. So, das war's mit meiner Schaufel. Aber macht ja nichts. Schaufeln kann man nachbauen. Und die Nüsse kann man gleich wieder einpflanzen. So, und zu aller guter Letzt, wenn das Feuer noch brennt, nein, tut es nicht. Aber jetzt gleich. Ah, hätte ich auch wieder einpflanzen können. Naja. So. Erkundungstour. Los geht's. Ah, links, rechts, links, rechts. Tag lieber den Sumpf, weil in der Nacht kommen im Sumpf böse Dinge. So, was braucht man im Sumpf? Einen Speer. Letztendlich will ich ja diese 4 Dinger finden. Büffel. Um mal zu schauen, was dann passiert, wie ich hier rauskomme aus dieser Welt. So. Dann schauen wir uns diesen Sumpf mal an. Spinnenseide, Monster Meat. Sehr schön, soweit gefällt mir das. Fisch und Tentakel, die sich mit dem anderen Zeug kloppen hier. Mit den Echsenmenschen. Das gefällt mir gut. Den Tentakel dürfen auch gerne weiterhin Spinnen töten. Wenn sie mir mehr Seide dadurch droppen. Grüne Pilze. Ich habe festgestellt, blaue Pilze sind natürlich sehr, sehr geil eigentlich. Weil die Sanity abziehen, aber Hunger und Lebensenergie wiederherstellen und damit eigentlich ziemlich, ziemlich gut geeignet sind. Fürs, Überleben. Deswegen sind es wahrscheinlich auch die Pilze, die in der Nacht wachsen. Also die stärksten sind. Oh, mein Chester wird schon wieder verprügelt hier. Aber der ist ja schon recht stabil. Oh mein Gott, sind hier viele von diesen Viechern. Okay, hier ist Schachting. Ohne einen der Gegenstände, die wir brauchen. Mein Gott, sind hier viele Tentakel.
frage mich eigentlich, wie diese Nagel funktionieren. Sind das tatsächlich Monster, die sich unter der Erde bewegen? Oder spawnen die einfach zufällig in der Gegend? Oder wie ist das? Wie dem auch sei, ich möchte mal kurz das Monster-Meat zum Verrotten hier reinpacken. Und dann muss ich zusehen, dass ich hier rauskomme aus diesem Sumpf, bevor die Nacht vollends hereinbricht. Ich kenne, glaube ich, keine gute Idee, hier in diesem Gebiet zu angeln. Auch wenn ich... Ich habe ja nicht meine Angel. Ich kann auch keine herstellen. Ah, aber es ist schon ein Riesensumpf. Mein Gott. Ich hoffe, da komme ich überhaupt raus, bevor die Nacht reinbricht. Vielleicht versteckt sich hier doch eins von diesen Teilen. Hier sind weitere Spinnen. Leider ohne Gegner, mit denen sie sich kloppen könnten. Okay, hier sind die Gegner. Chester, komm schon! Chester, stirb nicht! Ich glaube wirklich, Chester ist unsterblich. So langsam glaube ich es. Ein Moskitosack möchte ich haben. Die Echsenmenschen sind ja viel zu beschäftigt mit sich selbst und ihren Tentakelgegnern. Blaue Pilze, ja. Ja, will ich, aber es ist ja zu gefährlich hier. Die kann ich aber woanders sammeln. Die wachsen ja überall. Die wachsen wirklich überall. Okay. Gott, diesen Sumpf komplett zu durchsuchen nach Zeug ist ja eine Mordsaufgabe. Oh. Das Ding ist riesig. Und man bringt sich wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes damit um. So. Weitere blaue Pilze. Interessiert mich nicht. Ich will zum Ausgang. Eine Hütte. Wuhu! Da kommt der einfach so raus. Frech. Ich hätte meinen Rucksack nicht mitnehmen sollen. Sondern stattdessen alles verpacken. In den Chester. Naja, solange man aufpasst, wird man hier eigentlich nicht getroffen. Das Einzige, was passiert ist, dass ich keine Zeit habe, eine neue Fackel zu bauen, wenn meine aktuelle ausgeht. Deswegen muss ich hier rauskommen. Und zwar schleunigst. Ah nein, wir haben noch Vollmondnacht. Sehr schön. Ich dachte, es wäre vielleicht schon vorbei. Aber nein, sie hält noch an. Okay. Wegrennen ist irgendwie eine sehr gute Taktik in Don't Starve. Die wenigsten Monster können einen schlagen, während man vor ihnen wegrennt. Eigentlich nur so die Fernkämpfer, die öfter mal treffen, während man wegrennt. Oh, so ein Riesenpilz! Aber irgendwie hat er ja auch nichts Besonderes. Ich habe auch schon mal einen gefällt mit Woody. Und habe erwartet, dass hier irgendwas Tolles dabei rauskommt. Ist aber nicht so. Hier haben halt Holz. Na toll. Vielleicht kann ich die Wurzel hier ausgraben. Wo ist meine Schaufel? Wo ist meine Schaufel? Da ist meine Schaufel. Na, gibt nur Holz. Naja, toll. Also dann sehen die Riesenpilze auch gar nicht so besonders aus mehr. Also nicht so nützlich und nicht so toll. Ah, okay. Ein riesiges Sumpfgebiet. Ich hoffe wirklich, dass sich hier kein Gegenstand drin versteckt. Sonst muss ich das alles nochmal ablaufen. Was habe ich denn überhaupt schon? Ich habe das Ringding gefunden. Und ich weiß grob, was es noch so gibt. So, okay, erstmal sortieren. Das hier kommt in den Chester rein. Die Pilze würde ich auch in den Chester reinpacken. Den Fisch möchte ich gleich braten. Eigentlich erstmal alles in den Chester rein, damit ich im Notfall meinen Rucksack zurücklassen kann. Da oben waren Tierspuren, aber die interessieren mich gerade nicht.
Mich interessiert dieses Gebiet hier. Und zwar einfach mal, wo das hinführt. Böse Blumen. Es gibt aber auch echt verdammt wenig Gold in dieser Welt. Außer hier oben. Aber da gibt es auch verdammt viele Wölfe. Was sind das, böse Blumen hier? Das heißt, das ist hier ein böser Wald. Naja. So, wo führt denn unsere Straße hier? Exakt nirgendwo hin, wie immer. Na, großartig. Da kann man doch schon wieder jahrelang den Straßen folgen. Ich muss eigentlich nach Hause und nach meiner Ernte schauen. Aber neugierig bin ich auch. Und ich brauche immer... Oh, eine Alraune, eine Alraune. Die kann ich doch rausziehen und dann sofort aufheben. Ja. Hahaha. Erwischt. Okay, hier sind Spinnen. Mein Gott, ist diese Welt riesig. Sind die alle so riesig? Ich glaube schon. Aber trotzdem. Schon sehr riesig. Hier endet zumindest mal die Straße. Das heißt, vielleicht endet auch hier bald die Welt. Oh, hier ist ein guter Ort zum Angeln. Ich habe eine Seite dabei, aber ich habe wieder... Ja, ich habe kein Gold. Frosch bleibt mir vom Leib. Ein Schweinehaus. Ein Bärenbusch. Den nehme ich mit. Der ist so weit ab vom Schuss. Den werde ich sowieso nie wieder ernten in der freien Natur. Das gilt für alle Bärenbüsche in diesem Gebiet hier eigentlich. Okay, hier habe ich wohl eine natürliche Grenze gefunden. Dann gehen wir einfach mal hier entlang ein Stück zurück. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Welche Spinnen sind hier? Okay, also Rüstung an, Speer an und los geht die Sache. Und gerade in dem Moment muss er natürlich hungrig werden. Nicht essen! Okay, den Rucksack wieder an. Die Rüstung wieder aufnehmen. Und dann packen wir eine neue Seile ein. Schön. Da oben war irgendwo ein Felsen. Ja, Goldfelsen. Schön. Habe ich eine Spitzhacke dabei? Ich habe. Wo soll ich sie auch verbraucht haben? Gibt ja nichts hier. So, ich habe die Welt einmal gedreht, um mich vollends zu verwirren. Und möchte dann in diese Richtung hier weiter. Am besten hier so am Meer entlang, damit ich die Grenze erforsche, wie weit sich das erstreckt hier. Da? Ah, ein Schwein. Okay. Das liegt direkt neben dem Haus. Wohnt wohl schon jemand im Haus. Okay, hier haben wir ein Grab. Milch, Eggs und Bacon. Und mehr Spinnen.
Ah, Seile will ich schon haben. Ah, das hat sich dumme, weil ich hätte vorher was essen sollen. Nein, nicht essen! Ich wollte das stacken. Ach Gott, ich bin so dumm. Okay, er ist wirklich schwach, wenn er nichts gegessen hat. Es dauert ja eine Ewigkeit, das Ding hier zu zerstören. Ja, das Fleischessen war nicht so toll. Okay, ich nutze erstmal meine blauen Pilze, glaube ich. Wohl, es ist gleich Nacht. Machen wir jetzt erstmal ein Feuer. Essen wir erstmal was. Vielleicht auch gleich die Blütenblätter hier. Ah, mein Blütengranz ist kaputt. Kein Wunder. Okay, den Fisch noch. Und die blauen Pilze möchte ich auch da haben. Hat noch nicht gereicht, um ihn mächtig zu machen. Hm. Es hat gerade nicht die geistige Verfassung, um sich, dass man sich wirklich leisten kann, von den blauen Pilzen zu essen. Das heißt, ich muss mehr Blumen pflücken. Das mache ich dann gleich. Ich pflück ein paar Blumen und dann raus aus diesem Wald. Vielleicht grill ich die hier noch. Ach so. Grillen hat das auch schon ausgelöst. Ha, das hatte ich ganz vergessen. Naja, dann mal Folgenschnitt an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.